Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin happy, dieses Video zu machen, weil ich bin froh, wenn ich über Wade auch mal gute Nachrichten bringe. Und das ist auf jeden Fall eine Plarium. Es war ja schon intern, ja, ich darf jetzt nicht sagen, also wann ich es weiß, aber es ist natürlich schon länger bekannt gewesen. Es haben auch schon viele Leute vermutet, es kommt ein neuer Daily Login Champ. Leute, was soll ich sagen? Dieser Daily Login Champ. Ich will ja lange drum herum. Nee, müssen auf ihn drauf gehen. Genau, ich bin drauf. Rathalos Blade Master. Warum der jetzt in Englisch heißt, obwohl es Deutsch geschrieben ist, Blade Master. Na gut. Man sieht schon, das sind so die Rüstung und so, das Design ist ein bisschen vom Monster Hunter inspiriert worden. Ja, so sehen sie auch aus. Das ist eine Kooperation mit Capcom, die sie haben. Man sieht es jetzt hier unten am Logo da, Rage Legends und Monster Hunter. Die beiden haben eine Kooperation eingegangen. Weil ich die Idee finde ich eigentlich ganz cool, haben sie natürlich aus anderen Spielen übernommen. Soll es uns nicht schaden, ich finde, Design sieht auf jeden Fall sehr badass aus. Kommen wir mal zu dem Kit, beziehungsweise zu dem Champ. Er ist ein legendärer Angriffsheld von der Fraktion Bannerlords und Affinity Rot, also stark gegen Blau, schwach gegen Grün, Rot normal und Void wie auch dasselbe. Seine Basewerte mit 16.000 LP sind, finde ich, okay. Angriff mit 1.500 ist gut, Defense mit über 1.000 ist auch okay, Geschwindigkeit mit 105 ist sehr gut für einen Damage Dealer. Und der Rest ist wie immer Standard. Jetzt, also, lest euch jetzt, muss ich genau mitlesen. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich das ja falsch gelesen. Ich muss das nochmal lesen. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 65% für zwei Züge einen Defense-Verringer-Debuff zu verleihen. Dachte ich erst, na gut, ist jetzt nichts Besonderes. Wenn das Ziel ein Endboss ist, kann diesem Ziel nicht standgehalten werden. Hydra, Clan-Boss, Sintranos-Bosse, Doom Tower, der Defense-Verringer sitzt immer. Gruppenangriff, Gegenangriff, Einzelangriff, was auch immer. Mega. Dann haben wir die A2. Greift einen Gegner an, also Single-Target. Bei jedem zweiten Einsatz von diesem Skill werden alle angegriffen. Das heißt, beim ersten Mal einmal, dann wieder zweimal, dann alle, dann wieder nur ein Gegner, dann wieder alle, dann wieder ein Gegner, dann wieder alle. Ignoriert dann 25% der Ziel-Defense im gesamten Spiel. Wenn das Ziel ein Endboss ist, werden 100% der Defense des Ziels ignoriert. Dann Leute, das ist ein Daily Login Champ. Wenn das stimmt und das so funktioniert und der Multiplikator nicht absolute Grütze ist, ist das ein mega Skill. Punkt. 100% Defense Ignorierung heißt auf Bossen mit guten... Leute, da könnt ihr richtig hauen. Seelenschlitzer passt auch vom Namen her. Das Ding, wenn das funktioniert, wie ich mir das vorstelle, mega. Dann haben wir die A3 auf 3 Runden CD gebuckt. Achso, der ist übrigens auch auf 3 Runden CD gebuckt, ne? Und auch nur Damage-Multiplikatoren. Büchermäßig auch okay. Also alle nichts Schlimmes, ne? Dann haben wir noch eine A3. Greift alle Gegner an. Verleiht diesen Champion vor dem Angriff für zwei Züge einen Crit-Damage-Steiger sowie einen 30% Geschwindigkeitssteiger-Buff. Das heißt, er bufft sich noch ein bisschen selber. Das ist okay. Ist ein AOE. Finde ich jetzt Standard. Ist jetzt nichts Besonderes. Wichtig ist 3 Runden CD. Das heißt, man hat einen 3 Runden Turnus. Und kann somit das relativ gut abfangen. Ne? Also, jetzt kommt nämlich dann die Passive und das ist wichtig. Jetzt pass auf. Wird noch besser. Richtet bei Zielen, die LP-Debuff unterliegen, 50% mehr Schaden an. Also doppelt. Die Hälfte nochmal oben drauf. Ihr macht 100k, macht dann 150k. Alleine durch Gegner, die LP-Debuff unterliegen, 25% weniger Schaden. Das heißt, bei der Hydra klingt das für mich mega, wenn der Gegner LP-Bon hat. Macht ihr 50% mehr Damage von Hause aus. Dazu bekommt ihr noch weniger Schaden. Und jede fünfte Fähigkeit, die von diesem Champion eingesetzt wird, richtet 200% mehr Schaden an. Das heißt, wenn wir ihn zum Beispiel beim Boss spielen wollen würden, würde ich natürlich versuchen, diesen Skill als fünften Skill zu machen, dass ihr dann als AOE 100% Ziel-Defense ignoriert. Wenn man das jetzt beim Clan-Boss zum Beispiel mal durchspielen würde, würde man die A1 machen, die A2, dann würde er den Single-Target ganz normal machen, wäre der zweite Skill, dann wieder die, könnte ich mir so kommen, falsch, als erstes den Skill, 1, dann den A1, dann den A3, den A2, dann den A1 und dann, bumm, dann wäre der fünfte dieser Skill. Mega. Wäre dann der Single-Target beim Clan-Boss. Ansonsten würde man den benutzen und dann hin und her spielen. Also wenn man das richtig macht, kann man mit dem richtig, ich glaube, dass der Skill, der muss da so der pervers zukloppen. Ja, also
bin Daily Log in Champ plus Dungeon Aura. Also er ist für die Dungeons gemacht. Es geht wirklich tatsächlich um das hier. Ne? Das soll dieser Champion pushen und das wird er auch. Das wird so sein. Das seid bei der Spinne, seid beim Feuerritter, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber beim Sandteufel könnte ich mir vorstellen, kann man ihn vielleicht brauchen. Beim Feuerritter nicht. Ich sehe ihn aber dann halt auch hier, ne? Beim Centranos, da oben schön in der Mitte, dort, also beim Boss, das wird auch noch lustig. Und bei der Hydra natürlich. Auch dort, wieso kriegen wir hier Loot? Ein Testserver? Ach stimmt, die haben ein Team getestet. Ah. Ja, leider haben wir diesen Champ nicht zur Verfügung zum Testen, da den sowieso nach 7 Tagen jeder bekommt. Das heißt, nach 7 Tagen wird dieser Champion auf jeden Fall gebaut und getestet. Ich bin hellauf begeistert, dass dieser Champion kommt. Ich muss es wirklich mehrmals lesen, weil dieser, ich kann sagen, dieser Skill hier, 100% Defense an Endbossen. Wenn dieser nicht jetzt komplett brain dead, weiß ich, Multiplikator von 1 hat dieser Skill, sagen wir, hätte nur 3. Wahnsinn, da kommt richtig was rum. Ihr braucht im Prinzip dann keinen Defense-Verringer drauf, da gehört dann Schwäche auf den Boss drauf. Ihm gehört dann Crit-Damage-Steiger drauf, Angriffssteiger. Und dann gib ihm. Ich denke, dass er dann schon richtig, richtig gut ist. Vor allem bei 1500 Base-Angriff kriegt man ihn da auch im Late-Game 6 bis 8k, Early-Game 2 bis 3k, kriegt man dann auf jeden Fall hin. Er wird eine Bereicherung für die Accounts werden. Punkt. Ich bin fest der Meinung. Wie gesagt, nochmal als Info, es startet jetzt morgen, also von euch aus heute, wenn ich mich nicht recht täusche, geht's um, ich muss gerade was gucken, Moment, bevor ich was Falsches erzähle, ich muss gucken. Denn das ist alles ein bisschen tricky gemacht mit den ganzen Dingern. So, ich muss bloß gucken, ob das, ja, ist aus. Ich guck schnell. Wir haben da das geht los am Activation am 9. Januar 2024. Also sprich heute bei euch und die letzte Chance zum Starten ist der 27. Februar, weil am 5. März 2024 endet. Das heißt, am 9. Januar morgen startet. Das heißt, wir hätten 7 Tage später am 16. somit einen legendären Champ. Lockt euch ein, holt euch das Biest. Ich freue mich drauf, Rathalos zu testen und dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt würde mich wirklich interessieren, aufgrund dessen, dass Plarium ja nur wirklich nicht so schön war in letzter Zeit. Aber das ist auf jeden Fall geil. Mir hat auch das gefallen mit dem Chaos Ohr. Ist auch eine gute Implementierung gewesen. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was draus machen. Und das jetzt, das ist nochmal ein schöner Sidekick für einen guten, geilen Champ dazu mit normalen Bücheranforderungen. Ich bin gespannt. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Wirklich, schreibt in den Kommentaren, spammt dazu, weil es ist wichtig, Plarium da Feedback zu geben. Und ich will auch mal positive Feedback geben. Und das muss mehr sein als das Negative, damit die sehen, das hat aber Hüte gesessen. Kein bisschen was aussehen. Also, Leute, bis dann, euer Fahrstoff. Ciao, ciao.